Rote Blume vermischen, umrühren. Rote Blume vermischen, umrühren. Hast du den nach dem letzten Mal ausgetauscht, der das macht? Habe ich ihn anders gesprochen oder ist es eine andere Figur? Rote Blume vermischen, ach so, umrühren. Ich dachte, das wäre der gewesen. Rote Blume vermischen, umrühren. Rote Blume vermischen, umrühren. Egal was passiert, das Rezept bleibt immer gleich. Rote Blume vermischen, umrühren. Rote Blume vermischen, umrühren. Rote Blume. Oh, jetzt habe ich's verhauen. Mist. Wegkippen. Rote Blume vermischen, umrühren. Er konzentriert sich wirklich darauf, die Flüssigkeit in dem Kessel umzurühren. Ganz wie Maya, wenn sie Suppe kochen will. Rote Blume vermischen, umrühren! Rote Blume vermischen, umrühren! Vielleicht sollten wir ihn nicht stören. Ich frage mich, was er so konzentriert umrührt. Rote Blume zum Teufel! Hier sehen Sie sich die ganzen Blumen an, Herr Reit. Herr Reit. Man könnte sicher eine tolle Kette draus flechten. Was sind das für Rote Blumen? Rote Blume aufziehen, flechten. Rote Blume aufziehen, flechten. Rote Blume aufziehen, flechten. Sie müssen diese Blumen direkt außerhalb des Anwesens gepflückt haben. Ja. Rote Blume sehen, pflücken. Rote Blume sehen, pflücken. Genau. Okay, gehen wir mal weiter. Ist das Blut? Es ist überall im Raum. Was ist hier nur passiert? War hier vielleicht mal ein Thron? Oh, nein, einen Moment. Es scheint kein Blut zu sein. Es schmeckt irgendwie anders. Warum haben Sie das gerade probiert? Mhm. Warten Sie, Mr. Wright. Lassen Sie mich machen. Ich kann mit Blut sprechen. Rotes Blut. Vermischen, umrühren. Hier, riecht ihr das? Es riecht wie die Flüssigkeit, die aus dem... die in dem Raum dort hinten, die sie in dem Raum dort hinten herstellen, meine Güte. Wer klingelt denn jetzt noch? Keiner. Ist nicht für uns, glaube ich. Okay. Oh, ja, jetzt muss ich sagen, ich denke, das ist eine Flüssigkeit. Und auch noch diese. Du meine Güte. Also, das heißt, hier wurde niemand verletzt, richtig? Ich denke nicht. Trotzdem ist hier eindeutig etwas vorgefallen. Eine Bandscheibe. Nee, der Kronleuchter ist da vorgefallen. Herr Wright, Sophie, hier drüben. Ich muss wohl doch mal an die Tür. Entschuldigung. Tschüss. Er ist gleich wieder da, denke ich mal. Nicht, dass er auch vorgefallen ist. Nee. Nicht, dass etwas vorgefallen ist. Das weiß ich nicht. Ist vielleicht etwas heruntergefallen. Vorhin hat's mal gescheppert. Ah. Okay. Und sonst noch? Nee, die Zeugen Jehovas haben gutes Timing. Die Zeugen Jehovas! Soll sie doch mal reinbitten, die sollen mit in die Aufnahme kommen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass bei mir Zeugen Jehovas geklingelt haben oder sowas ähnliches. Wir möchten ihre Aufmerksamkeit auf die Bibel richten. Aber hey, die hätten die Schatten voll gut sprechen können. Was? Die hätten ja! Oh! Das wäre doch super! Geh noch mal, schnell, hol die zurück! Nein, nein, nein! Die sind doch froh, wenn sie ihre Botschaft in die Welt tragen können! Wir möchten mit ihnen über die große Hexe sprechen! Das ist mir ja auch noch nicht passiert! Also bei mir haben die mal geklingelt und haben gefragt, ob ich eine Idee habe oder einen Wunsch, wie ich die Welt verbessern könnte. Oder wie man die Welt verbessern könnte. Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne, dass mein Einkaufschip in alle Einkaufswegen passt. Oh Mann. Okay. Ich würde gerne machen, dass fremde Leute seltener an meiner Tür klingeln. Wie auch immer. Mir klingelt nie jemand. Was? Mir klingelt nie jemand. Oh, soll ich mal? Ja, ich sitze schon immer hier und spiele Sounds ab, damit so klingelt. Klingelt. Klingeltöne. Da
damit es so klingt, als ob jemand bei dir klingelt. Also, muss ich weiterklicken? Ja. Gut. Ist das ein geheimer Gang hinter dem Kronleuchter? Ist das eine geheime Gang hinter dem Kronleuchter? Team Skull! Yo! Talkin' raw, talkin' raw. Chest punch. Hey, guter Spürsinn, Luke. Ich frage Spürsinn? Mich, ist ja nur drauf. Es ist doch mittendrin. Ja. Ich frage mich, wo der Gang hinführt. Es ist stockdunkel. Also, gehen wir wieder? Ja. Oder wollen wir da rein? Ich will da rein. Natürlich, wir sind mitten in der Untersuchung. Ja, in der Untersuchung, oder etwa nicht? Finger weg, Wright! Ja. Was ist denn los? Luke, hast du Angst? Sie sehen das völlig falsch! Wenn sie mir so nahe kommen, ja. Ich habe überhaupt keine Angst im Dunkeln. Es gibt überhaupt gar kein Problem. Alles klar, ich bin direkt hinter Ihnen, Herr Wright. Wenn Tschung. Wir eine Taschenlampe dabei haben, bin ich dabei. Ja, er hat Angst. Ich bin auch direkt hinter dir, Phoenix. Du hast auch Angst, Sophie? Na toll, und wem laufe ich dann nach? Ich habe auch Angst. Oh. Bling. Jetzt sind wir hier drin. Oh, dann sind sie ja bald wieder vereinigt. Schön. Oh. Wer hätte gedacht, dass es hier unterirdische, altertümliche Ruinen gibt? Oh, dieser Ort ist atemberaubend, oder? Seht euch diese hohen Säulen an. Und hier fließt ein Bach. Und jetzt müsste Luke auch sagen, oh. Alles hier sieht recht alt aus. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Wie reden Sie denn über den Professor? Und das nennt man eine Ruine? Ruine? Ja, denn da kann man sich ausruhen und ist nicht im Freien. Mhm. Oh, natürlich. In Labyrinthia gibt es keine altertümlichen Ruinen. Hm? Altertümliche Ruinen? Alles in Ordnung, Luke? Es ist nur, das erinnert mich an den Professor. Der ist auch eine altertümliche Ruine. Wäre er hier, könnte er jede unserer Fragen über diese Ruinen beantworten. Haha, Luke, ich bin doch hier. Oh, richtig, der Professor war ein Archäologe. Er ist ein Archäologe. Ja. Wann immer ich ihn brauche, kann ich die freundlichen Worte des Professors hören. Selbst jetzt kann ich seine Stimme hören. Ihr sagt... Köstritzer Schwarzbier! Jo, Moment. Köstritzer Schwarzbier. Was, dafür haben wir einen Sound? Professor. Ich auch. Ich habe das Gefühl, ich höre seine und Mayas Stimme. Murmel, 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 murmel. Ich denke, ich höre sie auch. Hä? Wenn ich so darüber nachdenke? Es ist wirklich so, als ob wir sie... Sie wirklich? Hören können. Warum machen die so einen zerstückelten Satz? Was? Verwundert. Was? Sagte Maya jetzt, die da in der anderen Ecke des Raumes steht. Hier, wir... Wir sollten... Diese Seite... Untersuchen! Professor! Hier drüben. Diese Stimmen gerade eben... Das müssen Geister sein! Ja, es besteht kein Zweifel. Geister! Professor! Professor! Luke, was tust du denn hier? Professor, Sie sind es wirklich. Oh.
Ich dachte, sie kommen niemals zurück. Obwohl ich irgendwie daran geglaubt habe, dass der Zauber gebrochen werden kann, dachte ich manchmal, es wäre unmöglich. Professor. Es tut mir leid, Luke, aber ich bin leider nur noch ein Geist. Ich habe dir wohl einige Sorgen bereitet. Herr Layton, es geht Ihnen gut? Herr Layton, was ist mit Maya? Ich, dachte, sie hätte ihre Stimme gehört. Ich hätte ihre Stimme gehört. Ja, keine Sorge. Mr. Wright, Herr Wright, was auch immer. Seien Sie versichert, Fräulein Fay ist nur... Huhu, Nick! Hey, Nick! Hey! Lass mir doch, dass wir da einen Sound dafür haben. Ja. Maya, träume ich? Bist das wirklich du? Ja, medium rare! Der Professor und ich sind so echt, wie man nur sein kann. Du hast keine Ahnung, wie erleichtert ich bin. Wirklich. Ich war noch nie so froh, dich zu sehen. Nie in meinem ganzen Leben war ich überhaupt froh, dich zu sehen. Es tut mir neidlich. Neidlich. Du musst dir ganz schön Sorgen gemacht haben. Es ist nur so, naja, ich wollte irgendwas tun, um Sophie zu helfen, weißt du? Nein, nein, es ist nicht deine Schuld, Maya. Es ist meine. Es liegt an mir, nicht an dir. Ja, genau. Es liegt an mir, nicht an dir. Doch trotzdem, wir passen einfach nicht genug zusammen. Ich habe mich für den Professor entschieden. Was? Ja, genau. Was? Hätte ich dir nur schneller geholfen, wäre das alles nie passiert. Und du wärst nicht in die Feuergrube geworfen worden und gestorben. Und stehst jetzt hier. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen, Nick. Es tut mir wirklich leid, dass ich es auch gehofft habe. Ende gut, alles gut. So, Layton Teil vorbei. Ja, genau. Alle hier haben ihr Bestes gegeben. Ja, könnte ja jetzt passieren. Jetzt kommt die große Hexe Arcana und löscht sie alle aus. Die echte. Nicht die große Hexe. Alle haben hier ihr Bestes gegeben. Das half uns, diese harte Zeit zu überstehen und hat uns wieder vereint. Daran glaube ich. Ja, Sie haben recht, Herr Layton. Absolut richtig, Professor. Die gute alte Logik von Professor Layton. Logik so glänzend, sie verwandelt einen förmlich in Gold, nicht wahr, Professor? Haha, sehr richtig, Fräulein Fay. Ich bin so froh, dass es allen gut geht. Ja, sie musste ja auch mal schnell was sagen. Maya, bist du verletzt? Hast du dich verbrannt? Und Herr Layton, wurde euer Arm wieder richtig angebracht? Nee, falsch rum. uns geht es gut, Fräulein, der Narrateur. Danke der Nachfrage. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ja, sieh her, wir sind alle in einem Stück. Sprich, wir sind zusammengewachsen. Genau. Oh, das ist wunderbar. Sophie! Puh, Sophie sieht total erleichtert aus. Wir sind unverletzt, Fräulein der Narrateur. Bitte, trocknen Sie Ihre Tränen. Schau, was du angerichtet hast, Nick! Alle sind rührselig und Sophie weint. Herr Wright, ein Gentleman darf niemals eine Dame zum Weinen bringen. Ich widerspreche doch nochmal. Du bist schuld, nicht ich. Es liegt an dir, nicht an mir. Wieso ist das meine Schuld? Danke euch allen. So lacht man richtig, nicht? Haha! Och Mann! Das ist aber mein Markenzeichen. Hoho! Haha! Hihi! Du solltest einen Sound davon aufnehmen und den vermarkten.
Herr Wright. Ich sehe es schon, komm. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Haha! Oder Laborchef Dr. Klenk sagt in Zukunft nicht mehr in der Tat, sondern Haha! Weil es die Wachstumsphasen der Haha-Wurzeln. Der Haha-Wurzeln. So, wir kommen wieder vom Thema. Ja, okay. Sie hatten ein Auge auf diese beiden und haben sie in Sicherheit gebracht. Dafür bin ich Ihnen mehr als dankbar. Kein Problem, Herr Layton. Ich hätte das allein nicht geschafft. Luke und Sophie haben mir wirklich geholfen, als ich es am meisten gebraucht habe. Außerdem möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie Maya beschützt haben. Vielen Dank. Das ist nicht nötig, Herr Wright. Immerhin ist es die Aufgabe eines Gentlemen, eine Dame zu schützen. Nick, du solltest auch mal lernen, dich wie ein zu verhalten. Ganz wie der Professor hier. Ich hab dich gerade leider nicht gehört, Maya. Was? Na ja. Ich bin nicht mir so sicher, ob mir so ein Zylinder stehen würde. Wieso merke ich diese Rechtschreibfehler erst nach 3-mal durchspielen? Ich bin mir nicht so sicher, ob du wirklich in der Schule warst, Nick. Ich bin nicht mir so sicher. Ja, das sagt man doch immer so. Das sag ich auch immer. Ich bin nicht mir so sicher, ob das noch abgelaufen ist oder nicht. Trotz Verfallsdatum. Herr Wright, es ist mir eine Ehre, wieder mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Egal wie schwer die Herausforderungen auch sein mögen, ich bin sicher, dass wir sie gemeinsam bewältigen können. Vereinen wir unsere Kräfte und lösen wir die Mysterien Labyrinthias. Was halten Sie davon? Und dann werden wir zum Megasort. Alle zusammen. Selbstverständlich. Wir werden für Sophie bis zum bitteren Ende kämpfen. Herr Layton, ich freue mich schon, mit Ihnen zusammen zu arbeiten und diesem Unfug ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Es wird mir eine Ehre sein, Herr Wright. Kapitel zu Ende. Nein, doch nicht. Cut, genau. Ich verstehe. Das ist also mit Frau Dorner passiert. Wer war denn Frau Dorner nochmal? Das war... Huch, was ist denn jetzt? Verdammt! Verdammt! Ich brauch ein Ladekabel. Da. Boah, Kinder. 3 Uhr morgens. So, die Wahrheit. Das gibt's nicht. Nein. Das ist ungut. Das gibt's nicht. Das kann jetzt nicht. Das wäre jetzt ein toller Moment für den Cut. Ja, den wollte ich ja jetzt sowieso machen, aber. Oh, sehr schön. Aber nicht, dass der Speicherstand jetzt. Ich vermute doch. Oh. Na, wir haben zwischendurch mal kurz speichern können, als das Kapitel zu Ende war. Also trotzdem. Dementsprechend hat sich jetzt nicht viel. Hatten wir danach das Rätsel oder davor? Ich glaube danach. Oh. Ja, also, das ist mir jetzt die ganze Zeit nicht aufgefallen, das rote Licht. Tada! Ach komm schon, wie oft mussten wir jetzt schon Sachen nachspielen? Nö, nachspielen müssen wir es ja nicht, es ist ja aufgenommen. Also ich kann es ja nachspielen, das dauert nicht länger als 5 Minuten. Ja. Wahrscheinlich, das ist ja das Schlimme da dran. Ja, das was länger dauern wird, ist dann die neuen Sounds rauszusuchen. Also und zu... Welche Sounds haben wir denn nicht? Zu allen Sounds dazu? Naja, wir brauchen noch einen Sound zu... Hey, haben wir dazu keinen Sound? Dazu hatten wir einen Sound? Sowas. Ja. Ja. Ah, du kannst es am Ende bitte nochmal sagen, dann nehme ich gleich das. Hä, hatten wir dafür nicht einen Sound? Ah nee, anders. Hä, dafür hatten wir einen Sound? Und dann bitte noch, hä, dafür haben wir keinen Sound? Hä, dafür haben wir keinen Sound? Dankeschön. Du machst es mir gerade erheblich einfacher. Jetzt ist es doch, dauert es doch länger, das durchzuspielen. So, aber zugeklappt, eingepackt. Ich mache das dann später, vor der nächsten Aufnahme. Ja, und... Frohe Ostern. Frohe Ostern.